Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Food Haul von uns. Leider im Urlaub. Frisch aus dem Urlaub, braun gebrannt. Waren wir jetzt schnell einkaufen und wie ihr seht, waren wir viel einkaufen. Das Krasse ist ja, der letzte Food Haul, das war ja eigentlich unser letzter Großeinkauf, den was ihr gesehen habt. Und mit dem sind wir ungefähr 2 bis 3 Wochen ausgekommen. Knapp 3 Wochen, ja. Also wir haben jetzt wirklich geschaut, dass wir nicht mehr einkaufen, mehr so ein paar Kleinigkeiten wie Brot und Milch. Aber wir sind echt gut damit ausgekommen. Und dementsprechend mussten wir heute natürlich wieder ordentlich einkaufen. Papa rechnet schon. Wie hast du ausgegeben? Hier haben wir 280 Euro beim Hofer, also beim österreichischen Aldi. Und hier knapp, also 78 Euro. Also 80 Euro, sagen wir mal. 360 Euro insgesamt. What? Nicht so viel? Ja, 360 doch. 80 und 80. Also fast, ja, 360 Euro. Aber es war notwendig, wirklich. Kühlschrank ist leer. Pizza, Batze leer und auch Tiefkühler und alles mögliche. Deswegen legen wir los und wir zeigen euch schnell, was wir alles gekauft haben. Fangen wir an. Also. Es ist kein System drin, sondern einfach alles auch irgendwie. Also ich habe mir mal so Selleriestangen gekauft, weil ich Bock habe auf einen frisch gepressten Saft. Sellerie alleine könnte ich nie trinken, aber so mit zusätzlichen Sachen. Und der ist gesund. Sellerie ist so gesund. Googelt mal, was Sellerie alles kann. Genau. Deswegen, wenn ihr eine Saftpresse habt zu Hause, probiert das mal aus. Also eine Saft, hast du Saftpresse? Ein Safter, Entschuldigung. Und zwar müsst ihr dazugeben Äpfel und Karotten, aber die finden wir, zeigen wir später. Wie bei Karotten, ja. Haben wir auch gekauft. Ach, da. Aus diesen drei schmeckt uns das am allerbesten, aber man kann es natürlich nochmal mit Himbeeren und alles mögliche. Du kannst immer adjustieren, wie es dir passt. Dann beim Hofer habe ich echt coolen Käse gefunden. Ich bin ja so ein Käsefreak. Also bei mir, mein Packaging vom Käse ist ein bisschen cooler schon. Italiener, Französisch. Also einmal hier zarte Scheiben bunter Pfeffer und das cremig fein. Da hat mir das mit der Nuss gut gefallen. Ich bin ja so ein Opfer, wenn er so eine Weintraube Nuss hat, ich denke mir so, ja, ich glaube, jeder kauft, wenn das Bild gut gemacht ist, kauft jeder. Käse mit Weintraube schmeckt wirklich mega lecker. Gut, jetzt für Salat, weil... Das kann uns nicht fehlen. Genau, am Abend werden wir wahrscheinlich einen Wurzsalat essen, das gehört dazu. Dann habe ich, oder wir, Melanzani gekauft. Hochgehalten. Das war mir überraschen. Also, wenn man 5 Kinder hat, hat man solche Brüste, oder was? Auf jeden Fall haben wir bei Melanzani gekauft mehrere Stück. 5. Also Melanzani-Salat werde ich machen, morgen in der Früh. Ja, kennt ihr bestimmt. Haben wir schon öfter in den Vlogs gezeigt. Es gibt einzelne Videos davon auf Instagram. Schmeckt super, super lecker auf Brot. Und einen habe ich für uns gekauft für den Grill, dem ja, Nachmittag, was wir heute machen. Ich möchte es nämlich so geschnitten. So. Scheiben, ja. Grillen und dann salzen. Und mega lecker schmeckt das dazu. Ich habe das jetzt im Urlaub gegessen in Italien. Zum Fisch. Mega. Und das ist noch das kann ich nicht gegrillte schmecken. Tomate. Boah, das schmeckt so gut, das müssen wir heute auch machen. So. Dann haben wir natürlich, weil wir heute ja grillen, Burgerbrötchen gekauft. Davon habe ich 2 Pakete mitgenommen, weil bei unserer Stückzahl der Personen wäre das natürlich zu wenig. Dann haben wir noch für den Burger. Ja, ganz wichtig natürlich. Fleisch, weil ohne Fleisch geht ja gar nicht. Da hat er aber ein Kilo gekauft und er macht es immer mit so, also er macht keinen nur klassischen Burger, was man so kennt, sondern er macht den Balkan-Variante. Ja, Balkan-Variante. Also er schmeckt etwas würziger und sehr, sehr gut. Er erinnert so ein bisschen an Pescavizza, Mitch, Cevapcici. Ja. Dafür habe ich natürlich Oregano geholt, das gehört in den Rezept dazu. Und da ist noch andere Sachen dabei, Thymian glaube ich, oder? Ja, auch. Thymian, da habe ich noch sehr, sehr, sehr gut. Sie. Dann haben die sich die Kinder Pufulet gekauft. Das ist so Maisstangen, kennt man, glaube ich. Pufulet ist tatsächlich auch der rumänische Name. Also ich kenne sie aus meiner Kindheit schon und der Papa natürlich auch. Und hier hat es vorher nicht gegeben. Es gibt es eigentlich erst seitdem wir hier am Land wohnen, oder? Seit ein paar Jahren, ja. Ich weiß es nicht genau. Aber ihr müsst eins wissen, das kommt aus kommunistischer Zeit. Mit dem bin ich aufgewachsen, das gab es in der 80er, 90er Jahre. Und ich war auch total überrascht, als ich gesehen habe, dass es auch hier gibt. Ich dachte, oh mein Gott. Aber es ist viel, viel später dazu gekommen. War mir so mega überrascht. Vor allem, weil diese produziert wird in Rumänien produziert. Genau. Ja, dann hat sich die Luisa einmal Schulmaus mitgenommen. Die nascht das gerne. Das ist einfach so ein Gebäck mit der Schokofüllung. Dann Smarties haben sich die Kinder mitgenommen. Wir haben die 2 Kleinen beim Einkaufen dabei gehabt. Deswegen kommen natürlich auch so solche Sachen. Sieht man natürlich. Wobei ich kaufe auch immer Süßigkeiten für die Kinder. Maxi King habe ich mitgenommen. Das ist bei uns die Michelle total gerne. Und der Papa. Also die anderen essen das glaube ich gar nicht so. Gut abgekühlt, mein Gott. Dann natürlich Kinderriegel habe ich für die Kleinen mitgenommen. Ich finde so nach dem Essen, nach dem deftigen Essen, was Süßes, darf nicht fehlen. Dann hat sich die Luise auch so Lachgummi-Apfellinge mitgenommen.
dann Schokofresh natürlich. Dann habe ich auch noch Käse gekauft. Und zwar so ein Burger-Käse, Cheddar. Ich finde, der ist sehr, sehr lecker in dem Burger, weil der schmilzt da gut und schmeckt sehr gut. Der Papa hat sich dann auch einen Hummus mitgenommen. Der schmeckt sehr gut. Ich schneide in der Früh so Tomaten, ganz kleine Würfel, das auf dem Brot schmieren und Tomaten drüber. Mein Gott. Drüber Tomaten reden zweimal. Ja. Dann haben wir mal wieder Tomaten. Ja, Papa kocht Tomaten in allen Varianten. Wir haben nicht noch mehr Tomaten. Das sind ja alle. Diese Tomaten werde ich für Tomatensuppe verwenden. Ich brauche ca. so 1,5 Kilo. Das sind 2 Kilo da, aber wir brauchen auch für Burger und für Grillen. Dann haben wir ein Brot gekauft, ein Toskana-Brot, ein klassisch weißes Brot. Essen wir uns eigentlich alle am liebsten. Für die Suppe natürlich, für die Tomatensuppe brauchen wir Suppengrün. Dann Bananen. Wenn wir so ein Ding kaufen, das sind 6 Bananen dran. Könnt ihr euch vorstellen, wie schnell das weg ist. Aber ich hoffe, dass mir für mein morgendliches Porridge ein, zwei überbleiben. Ich habe Avocados gekauft. Nicht viel dazu zu sagen, einfach Avocados. Essen wir auch gerne so zwischendurch zum Frühstück, so mit Spiegeleier und Tomaten dazu. Mega lecker. Hühner Grilltasse, Gewürze hat der Papa auch mitgenommen. Wahrscheinlich eh fürs heutige Grillen. Richtig. Ja, weil wir machen zwar Burger, aber der Papa ist jetzt nicht so der Burger-Typ. Deswegen hat er für sich das und für die eher kleinen. Dann hat der Papa einen jungen Gouda mitgenommen für unseren Wurstsalat, den wir am Abend machen wollen. Da kommt dann so klein gewürfelter Gouda mit rein. Das schmeckt sehr, sehr gut. Und beim Hofer gibt es jetzt Dirty von Shirin David. Den Eistick kennt ihr vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Das ist eine YouTuberin, die Musik macht. Und ja, die hat ihren eigenen Eistick rausgebracht. Und mittlerweile gibt es den auch beim Hofer. Wir haben den schon gekostet. Da gibt es noch einen. Wir haben alle gekostet. Sie sind zwar okay, aber ja, nicht den Hype wert. Ich glaube, mittlerweile kosten die jetzt auch nicht mehr so, oder haben die nicht mehr so viel? Ich weiß gar nicht. Aber wir kosten so eine Dose 1,30 Euro. Jetzt. Weiß nicht mehr, was am Anfang gekostet hat. Wahrscheinlich genauso viel. Es gibt ja auch, glaube ich, noch mit Alkohol. Ja, die sind aber ohne Alkohol. Aber ich kann mir erinnern, als ich im Stuttgart war, hast du gesagt, ich soll ich das kaufen? Ja, als rausgekommen ist, genau. Gab es am Anfang nur in Deutschland. Und ihr habt, Papa war geschäftlich dort, genau. In Hühler. Ja, ich habe es gefragt, also es gab keine mehr im Regal und ich habe es den Verkäufer gefragt und er sagte, wenn eine Palette jetzt eintrifft, innerhalb von einer halben Stunde ist alles ausverkauft. Also krass, da musst du sofort. Schon dastehen. Oder dastehen, ja. Wahnsinn, oder? Jetzt sind es eh überall, aber manchmal war schon. Wo? Der Hype war, ist schon ein Jahr her, gell? Ja. Ein Jahr her, Milch haben wir auch gekauft, natürlich, weil wir brauchen es für Cappuccino und vielleicht ein Milchreis oder was weiß ich. Ich will ein Eiskaffee auch machen. Ja, oder Kaiserschmarrn. Wir kommen mit einem Liter Milch super aus. Früher haben wir so viele gekauft, weißt du? Ja, mit dem kommen wir schon so eine Woche lang, oder? Ja. Dann haben wir auch Küchenpapier mitgenommen. Wir mögen das vom Hofer sehr gerne, das ist so reisfest, sehr gut. Kokett. Das ist kokett. Schaut so aus, falls ihr noch nicht eine gesehen habt. Na, das war Witz. Witz. Ein Papa-Witz. Papa-Witz? Ja, also, das ist Papa-Witze sind unlustig. Umso älter der Mann wird, umso unlustiger die Witze. Für mich habe ich ein Deo mitgenommen. Ich nehme immer dieses Nivea Black and White Invisible, das haben wir alle. Also der Papa nimmt das für her, der Papa nimmt es auch für her, nehme ich auch. Aber es ist wirklich gut, oder? Weil es macht wirklich nicht gelbe Flecken. Ja, genau. Weil wir haben schon alles ausprobiert. Und den T-Shirt, wenn es ein schwarzes T-Shirt ist, dann wird ja irgendwie so weiß hart und so. Und durch den, ja. Nichts mehr. Nächste Tüte. Dann haben wir... Für die Doggilinis haben wir Rinderknochen gekauft. Das sind Ohren. Also, Entschuldigung, Rinderohren. Auf jeden Fall sind da so oben, da ist sogar Haare dran. Ja. Die Ohren sind behaart. So wie deine. Ja. Ich denke mal, was ist ein männliches Rind? Okay, die Frauen wollen sie wie? Ich habe keine Haare im Ohr. Guck mal. Siehst du? Die wachsen nach. Nein, bei Frauen. Nein, nein, nein. Also, du meinst mit 40? Nein, ich sehe das nur immer bei Männern. Du hast Glück, dass du blonde Haare hast. Das ist eh nicht gut. Nicht schlecht. Bist damit du weniger. Man filtriert. Man filtriert. Also, ich höre nicht die ganze Scheiße. Ah. Ich habe nicht gehört, zu viele Haare im Ohr. So genau, auf jeden Fall, Sophie schon, die weiß, was das ist. Das gibt es dann später, Sophie, okay? Das Eis war noch im Tiefkühler, haben wir schnell reingegeben, als wir gekommen sind. Ey, das ist in Lituania gemacht, schon. Steht drauf. Irgendwer hat einmal in einem Kommentar geschrieben, dass angeblich ein russisches Eis ist, aber... Ja, Lituania ist ja in der Nähe, ja. Ist ja auch so, gehört zu dem... Aber das ist in Rumänien genauso, wahrscheinlich, weil auch von kommunistischer Zeit... Wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall. Plombier-Eis. Aber es schmeckt wirklich sehr gut. Die Leute, die das noch nie probiert haben, ihr habt was verpasst, wirklich. Also. Ja, absolut. Wenn ihr Milcheis mögt, weil es muss, also man muss Milcheis mögen. Ja, aber es hat Vanillegeschmack auch. Was ist denn das? Auf jeden Fall sehr, sehr leckeres Eis und die Kinder lieben das und es ist erfrischend, deswegen nehmen wir das sehr gerne. Gibt es bei uns eigentlich nur bei Billa Plus und beim Lidl. Also probiert das gerne mal aus, wir haben gleich 2 Pakete mitgenommen. Und ja, das ist aber echt schnell weg. 6 Stück in einem und wenn ihr da an. Naja, bei uns schon, wir sind Geek Family, Grande, yes. Grande Familia. Ich komm gleich. Okay. Seid ihr noch da? Ja. Yeah.
Weiter geht's mit Heidelbeeren. Ja. Und ratet mal, woher das kommt. Woher soll dieses Wissen? Aus Rumänien, ich sage euch. Ja, und als ich gesehen habe, dass aus Rumänien kommt, habe ich gesagt, oh mein Gott, ich kaufe. Ich habe voll Bock auf Heidelbeeren. Ja, aber voll viel auf einmal jetzt. Ja, über Heidelbeeren gehen immer. Ich liebe das. Ich mache so gern Blaubeermuffins, Porridge, überall. Joghurt. Die Kinder essen es auch total gerne. Auch mit der Hand so. Ach so? Und mit Joghurt. Die Joghurt. Stimmt. Also. Und mit Frozen Joghurt. Traubenrot aus Italien sind ja mehr dunkelrot. Aber jetzt sind sie nicht mitgenommen, sondern gekauft in Österreich. Ah ja, von Popa, ja. Aber wirklich, schaut sehr lecker aus. Dann hat der Papa einen Kopfsalat. Eisbergsalat mitgenommen, das ist kein Kopfsalat. Kopfsalat ist immer offen. Aha. Das Eisberg. Das ist hier. Der Berg. Das hier. Der Berg. Wieso heißt das Eisberg? Ist ja kein Eis und auch kein Berg. Weil es crunchig ist wie Eis. Vielleicht wisst ihr, warum heißt Eisbergsalat Eisbergsalat? Ja, das ist sehr interessant zu wissen. Dann habe ich für Fili Unterwäsche, oder nicht Unterwäsche, Nachtwäsche gekauft, also so Pyjamas. Kurzärmelige, schon so süß, schaut mal. Diese und diese. Konnte mich nicht entscheiden. Mit Wal oder mit Dechsen, deswegen. Also ich finde es der mit dem Wal zum Beispiel sehr schön, der hat so einen Wal auf der Seite hier, seht ihr? Aber ich fand das sehr süß mit diesen gestreiften, das passt hier zum kleinen Film. Ja, aber wenn wir jetzt zwei gekauft haben, wir können sie kombinieren, wie wir wollen, ne? Wow, das soll farblich auch gut aussehen. Ja, genau. Also wir müssen nur ein Pyjama im Endeffekt, man könnte es auch draußen anziehen. Die Sachen sind so schön, also es ist jetzt nicht unbedingt das Pyjama. Schaut denn wie Pyjama aus? Nein, aber ich habe das Pyjama gekauft. Sommerrotzpapier? Ja, weil... Ja, wir sind jetzt vom Urlaub leicht verkühlt zurückgekommen. Immer Klima, Hitze, dies, das, Eis, Schlecki. Genau. Philipp ist ein bisschen verschnupft und die Lara. Deswegen haben wir natürlich Dürstentücher gekauft. Dann mal dieser. Der Papa gar nicht. Wow. Ich weiß ja nicht warum, aber beim Essen nicht irgendwie so. Dieses. Bitte, Malteser schmeckt mega geil. Also, das kennt ihr Malteser? Das schmeckt so gut. Das Geräusch an sich ist sehr nervig irgendwie. Das Geräusch, der Geschmack? Das Geschmack ist auch nicht gut, aber Geräusch ist auch nervig. Was da drinnen ist, ersten Malzextrakt. Ach so. Dann sind die anderen Kinder. Ah, deswegen sind die ganze Zeit hier, die Hunde, die wir spüren. Die riechen die Verpackung? Ich bin sicher, glaub schon. Schau, wie die da stehen. Oh, nur Augen und Ohren, ne? Nö. Auf jeden Fall hat der Baba Rinderpanzen mitgenommen und Rinderkopfhaut. Ja. Ja, denn der Papa hat noch was Cooleres für die Hundis gekauft. Und zwar kaufen wir immer Rinderknochen. Das können sie nämlich auch so roh essen, das macht gar nichts. Und die haben so eine Freude daran. Da hat jeder ein Stück. Genau. Papa schaut immer drauf, dass fünf da drinnen sind. Dann geben wir jedem einen so einen Rinderknochen. Was ist denn jetzt? Wie war das nochmal? Jetzt? Warte, wie viele Hunde haben wir da? 1, 2, 3, 4. Goldi! 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 Aha! Die Goldi ist da! Alle müssen sitzen machen. Ja, Bella sitzt. Sehr gut, das ist Bella. Wo hast du einen großen für die Bella? Goldi sitzt! Yes, ja. Yeah. Mein Gott, du machst das sehr gut. Schau, only for you. Nur wenn du bist, nicht der Knabe. wie heißt du? Wie? Bella. Lucy sitzt! Sitz! So, Sophie, sitz! Oh. Und die Amy! Amy, komm! Amy hat separate Platz. Die Amy weiß genau, wo sie ihren Knochen essen will. Sie geht die Rentsche davor. Die Amy weiß nämlich, dass sie ihren Knochen hier alleine essen darf im Badezimmer. Genau, weil die anderen kommen und schnappen. Mit? Hast du beide genommen? Ja. Nudeln. Ich konnte mich nicht entscheiden. Also ich liebe Penne, ich hasse Fusilli. Ich liebe Fusilli, ich hasse Penne. Ich mag das. Es schmeckt gleich, ich weiß. Aber irgendwie, ich mag die Form. Es ist mir zu viel Nudeln in meinem. Bei mir bei Fusilli so. Welches Team seid ihr? Fusilli oder Penne? Schreibt in die Kommentare. Penne. Ihr dürft abstimmen, ja? Penne oder Fusilli? Dann geht's weiter mit Cipolla. Papa ist in Italien geblieben. Zwiebel. Wir hatten gar keine mehr, oder? Ein paar Zwiebeln haben wir noch, aber bei uns wird. Und der Papa liebt so sehr Zwiebeln, er hat sogar in den Urlaub eine mitgenommen. Ja, und wieder mit zurück. Ich hab sie gesehen. Ja, ich habe mir gedacht. Was hat sich die Putzfrau gedacht, als sie in unser Zimmer gekommen ist und diese Zwiebeln gesehen? Dann hat der Papa. Was ist das? Nektarin?
Nackerdecken eine Pfirsiche, also Nektarinen. Nackte Pfirsich? Ja. Mein Gott, wir haben in Italien Nektarinen gegessen. Der Papa hat gekauft und wir haben ihn alle ausgelacht, weil er hat eine ganze Kiste gekauft. Ja, so eine Kiste wie beim Hofer oder Bilder, man kennt, wo man sich selber was ausnimmt. Ich habe die ganze Kiste gekauft. Hier in Österreich war sie nicht. Schmecken sie nicht so geil. Dann haben wir einen Basilikum im Topf gekauft. Ich liebe den Geruch von Basilikum. Ja, der Bauer plant. Was hast du es gekauft? Naja, das hätte ich für das Rezept mit Käse, Tomaten und Ding in Backofen mit Basilikum. Bin nicht gespannt. Ja, mit Penne oder Fusil? Halb. Dann haben wir natürlich Kartoffeln gekauft. Pistazien. Ja, die habe ich für Papa gekauft. Der isst nicht sehr gerne Pistazien. Oder habe ich ihm schon mitgenommen? Dann habe ich so Natron mitgenommen. Das ist so ein großes Paket. Aber braucht es das ein Fleisch? Fand ich interessant, dass es so groß ist. Normalerweise ist es halt immer so kleine von Dr. Edgar. Jetzt gibt es von Clemmer und das sind halt, denke ich mal, das kann man abfüllen und dann selber so rausnehmen, wie viel man braucht. Genau. Dann haben wir Savoyardi. Ich habe Biscotten gekauft, möchte nämlich den Patrick, oder für uns alle, aber der Patrick ist am liebsten Tiramisu machen. Dann Toastbrot für die Kinder. Ich habe auch Joghurt gekauft. Wundert euch vielleicht auch mein großes und ein kleines. Ich habe nämlich bei Thermomix in der Cookie Dough mir ein Frozen Joghurt Rezept rausgesucht, weil ich liebe Frozen Joghurt. Ich mag kein Eis, aber Frozen Joghurt geht immer. Das habe ich jetzt im Urlaub oft gegessen, deswegen habe ich mich daran erinnert. So mit Früchten. Jetzt wollte ich mir selber einen Frozen Joghurt machen. Geht super einfach. Braucht man nur 750 Gramm Joghurt, deswegen habe ich keinen. Das ist schon heftig, oder? Ja, 750 Gramm? Ist halt Joghurt. Und noch 100 Gramm Sahne, also Schlagobers. Dann haben wir 2 Gläser Joghurt gekauft, Naturjoghurt. Das hat sich der Papa mitgenommen. Das schaut so süß aus, als haben wir in seinem Glas drin. Das ist jetzt kein Mehrwegglas, das kann man wegschmeißen. Dann Nutella. Muss auch Nutella nicht fehlen. Also die Kinder und wir essen auch gerne so Palatschinken und so. Und mit Nutella. Sehr, sehr lecker. Ich habe so ein bisschen gekauft. Ich bin so ein richtiger Bärentyp. Ich mag als Obst immer Bären am meisten. So doof. Du lenkst ja ab. Auf jeden Fall müsst ihr das mal probieren mit Zucker drüber. Ja, das schaut aus wie eine Frauentasche, gell? Ja, stimmt. Das ist eine, wie so eine Pochetta. Pochetta. Da müssen wir ein Handy reingeben. Oder wir haben gesagt 2,50. Warten Sie kurz. Auf jeden Fall haben wir, wie heißen die Fleischtomaten, oder? Yes. Die Fleischtomaten haben wir für Salat. Für Salat, okay. Aber man kann sie ja auch grillen, schmecken sie ja natürlich. Auch mega. Ja, aber Salat ist besser. Für unseren Wurstsalat habe ich euch erzählt, wir machen einen Wurstsalat. Am Abend kommt ja Käse rein und auch extra Wurst. Dann habe ich mir Treibstoff gekauft. Ich habe 2 gekauft, weil 1+1 gratis. Hier schon eins. Ja, ich habe nichts so gekauft, sondern eine ist im Kühlschrank. Ich kann kaum erwarten, wenn das vorbei ist, dass ich eine trinke. Dann haben wir noch eine Mineralwasser gekauft. Prickeln, das ist für die Buletten, also die... Für die Burger. Genau, also selbstgemachte Burger. Weil das ist fürs Fleischrezept. Ich glaube, das ist ungewohnt, aber durch das Natron und durch das prickelnde Wasser ist das Fleisch nicht so hart. Ja, es ist so, ja, fluffig. Fluffiger, genau. Ja, genau. Weiter geht's mit Tropical. Achso, wir haben den Kindern so, wie heißt denn das? Capri-Sonne, Fake. Multivitamin gekauft. Ja, kein Fake. Ja, du weißt, was ich meine. Ist Tropical. Ist Tropical Bake, ist kein Fake, ja. Yeah. Auf jeden Fall, ja, wisst ihr, was ich meine, der Capri-Sonne für die Kinder. Dann haben wir auch eine riesengroße Melone. Ich mag diese Melone, die formt man sich. Also erinnert sich an Rumänien, oder? Ja, und da, meine Kindheit gab solche Melone, ich will nicht übertreiben, aber der war so lang. Ja. Wirklich. Das kennt man, glaube ich, mehr ein paar. Ein halber Meter. Kroatien, genau. Rumänien. Man hat die Scheibe so im Lang geschnitten. Oh. Man könnte es auch so rund, aber im Lang war ganz cool, weil du hast es so gegessen. Ja, und das Kind hat Spaß gemacht. Ja. Und dann mit dieser Schale hast du den anderen gepeitscht oder geworfen. Man merkt, dass der Papa nur Brüder hatte. Da ging anderer Spaß wie bei uns. Genau. Auf jeden Fall, wir haben in Italien auch Melonen gegessen. Das ist unvergleichbar der Geschmack wie bei uns. Aber ich bin nicht gespannt, wie die schmeckt, weil die schaut auf jeden Fall sehr lecker aus. Also, wenn ich jetzt einen rumänischen Test mache, das ist Wahnsinn. So, dann haben wir noch Topfreiniger gekauft. Schwerne. Ja. Braucht man immer wieder mal den alten ranzigen wegschmeißen. Der Herr Baba sich ein veganes Würstchen. Nein, ist nicht vegan. Meat and Veggie. Das ist ein 70% Gemüse, 30% Fleisch. Ich bin total gespannt, wie das schmeckt. Käsekreiner mit Gemüse. Bin immer gespannt, ja. Ah, okay, stimmt. Schweine und Rindfleisch, 30% und der Rest ist. 70% ist Gemüse. Hört sich gut an, oder? Dann habe ich ja gesagt, ich bin ja der bärige Typ. Ich mag sehr gerne Beeren, deswegen haben wir Himbeeren. Also Himbeeren und Brombeeren. Ich liebe die so, Brombeeren vor allem. Bitte schau dir mal, wie lecker das aussieht. Wie groß das ist. Bitte halt mal kurz die Himbeeren. Einen Moment, bitte. Die Himbeeren liegen so lecker, das ist...
Unfassbar. Oh mein Gott, das schmeckt so gut. Dann hat sich die Luisa ein bisschen ein Naschzeug was mitgenommen. Haribo Quaxi. Die Fröschchen schmecken mir auch am liebsten. Diese Kombination aus diesem weißen Puffy da mit diesem. Ja, die schmecken mir auch, aber sind ziemlich hart. Das stört so. Dann hat sie sich dann noch Trollis mitgenommen und zwar die sauren Würmchen. Schmecken mir auch sehr lecker. Dann auch Lollis für die Kinder mitgenommen und zwar diese Traubenzucker-Lollis. Die kann der Philipp nämlich auch essen. Tutti Frutti, wie ihr seht, wurde das schon angeknabbert und da hat sich die Luisa das schon mitgenommen. Die Tutti Frutti habe ich so als Kind halt erinnert. Da hat mir mein Vater immer so eins mitgenommen von der Arbeit oder so. Könnte man nur einen kaufen, oder? Ich glaube, man kann zum Beispiel, früher konnte man, ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht hat er mir nur eins gegeben, so für zwischendurch, okay, aber okay. Hatte noch die anderen. Ja. Möglich. Ach, Kindheit. Das ist wirklich gut. Muss man schon sagen. Kindheit. Das sind so Frösche und Schnecken, ja, und Schmetterlinge. Super hart. Also da war mal wirklich ein guten Gebiss. Wie so ein hartes Haar. Oder Maluzzi. Und Tutti Frutti erinnert mich an eine Sendung von früher. Tutti Frutti, da waren die Frauen immer nackt oben. Tutti Frutti, kennst du das nicht? Tutti Frutti. Dann habe ich für mich diesen Lieblingsaufstrich von mir, Senfhonig, der schmeckt so gut. Eigentlich ist es Antipasti, das heißt man kann das mit Gemüsesticks, zum Beispiel Karotten und so, dann so löffeln, also so dippen oder so essen auf Brot. Mega lecker, sage ich euch. Milchschnitte habe ich auch gekauft natürlich für meine kleinen Babymäuse. Ein Mango, ich liebe Mango, da muss ich sagen. Ich liebe Mango. Ja. Was soll ich machen? Ich mache. Weiter geht's. Knoblauch. Er liebt doch Knoblauch. Ich liebe Knoblauch. Deswegen Knoblauch. Naja, Knoblauch braucht man für verschiedene Gerichte. Vor allem für den Burger, also Balkanburger. Hast du keine eigenen mehr? Das soll man Knoblauch machen. Oh ja, ich habe sehr viel im Garten, nur jetzt ist trocken. Ja, also die Pflanze. Blätter, genau, die Pflanze ist jetzt trocken und ja, das Gras um Badum ist auch trocken und ich kann es jetzt nicht mehr zuordnen, wo der Knoblauch ist. Aber ist egal, er bleibt jetzt in der Erde und kommt nächstes Jahr wieder. Aber ich habe jetzt diesmal Bio, also nicht diesmal, sondern fast immer kaufe ich Bio-Knoblauch, wenn ich finde. Es gibt manchmal chinesischen Knoblauch und den nicht kaufen. Also, der riecht auch brutal, kein Spaß. Also der Mund, man selber merkt es nicht, aber wenn er aber so einen Knoblauch, boah, ich kann mit ihm nicht mehr im Bett schlafen, der so, der so atmet, riecht das Ganze immer wie eine Knoblauchzehe. Auf jeden Fall habe ich da so für die Luisa und für die Kinder grundsätzlich solche Obstriegel mitgenommen, weil wisst ihr was, ich habe für den Urlaub, für den Philipp von Hip diese Obstriegel gekauft. Da kostet ein Riegel 1 Euro. 1 Euro. Das ist heftig, oder? Und die Luisa hat die auch mitgegessen. Und hier, glaube ich, kostet 1 Euro. Wie viel sind da drin, ne? 5. Ja, 5. Safe. Ist ja ein Witz. Zeig euch mal, wie es aussieht. 20 Cent eine und so kostet eine. Ja. Ist die gleiche. Das ist auch so ein Riegel, da ist Esspapier drüber. Auf jeden Fall haben wir da mehrere Sorten für die Luisa und für die Kinder und für die Kleinen gekauft. Es haben jetzt auch schon viele über Instagram geschrieben, dass die nicht gut sein sollen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Toffifee White Chocolate. Ich meine, eigentlich ist bei der Toffifee nur das da oben, der Schokolade, weil der Rest ist ja eigentlich, oder? Ja, das ist Karamell, Nuss und... Ich weiß nicht, was ist drinnen? Nuss, Karamell. Vielleicht ist da in diesem Karamell auch... Karamell! Wenn du Karamell sagst! Ich glaube, das ist dann auch weiße Karamell. Yes. Ja, nicht mit Schoko. Weiße Karamell. Dann habe ich mir drei Mozzarella Bambini. Für? Ja, ich liebe den Namen Bambini, erinnert mich an Italien. Für Salat, wozu? Dann noch mehr Nudeln. Okay. Ja, weil, naja, wie soll ich Pasta machen ohne Pasta? Ich will mal auf Ton, weil Spaghetti, genau. Auf jeden Fall hat sich die Luisa eine Kinderschere mitgenommen. Die Luisa schneidet mega gern Papier. Versteckt sie dann in ihrem Zimmer und macht chöp, 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 chöp. Eine Pateo. Leberpastete. Pateo. Das ist eine Leberpastete. Pate, stimmt, Pate. Ja, in Rumänien heißt es Pateo. Michelle hat bis zur Volksschule gedacht, dass das wirklich Pateo heißt. Im Kindergarten hat sie auch Pateo gesagt und die haben nicht verstanden, was sie will. Das war gut. Dann das sind Trauben kernlos weiß aus Italien. Ja. Kernlos. Die Kinder lieben kernlose Trauben. Ja, sie hassen Kerne in diesen Kernen. Sie mögen die Kerne nicht. Selbst bei Wassermelone, alle Kerne. Ja. Ja. Das sind die voll happig, deswegen kann man. Da muss immer mit dem Messer alles rauspixen. Dann habe ich oder wir Zuckermais gegrillt, ich schwöre. Mega lecker. Unglaublich. Also, es gibt nichts Besseres als gegrillter Mais. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt, aber vielleicht kennt ihr das aus dem Urlaub oder so. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gesehen. Aber ich kenne es als Kind auch aus Rumänien vom Urlaub. Da haben sie so, grillen die das so. Genau. So yummy. Diese Balkanseite, aber auch in Italien habe ich auch gesehen. Und in vor Paris. 2 Jahren, genau. Und Paris auch, ja, natürlich. Da war stand jemand mit einem Einkaufswagen, hat drinnen so ein. Ja, so ein. Irgendwas mit Blut drinnen, genau. Und hat Mais. Auf jeden Fall gegrillt und dann Salz drüber.
Ja. Dann hat er aber auch einen Bergbauern-Heumilch-Joghurt gekauft, ein Stück. Dann habe ich für das Gericht im Backofen natürlich Weichkäse. Unglaublich, das schmeckt, das ist die beste Käse, die ich bis jetzt... Ist schon gut. Klassenkäse. Das ist eine sehr gute Käse, also ich wollte nicht schreiben. Aber ihr kennt den Käse. Den kaufen wir immer und der ist bei uns ratzefatze leer immer. Genau. Die Kinder essen den auch gerne, auch so mit Tomaten und so zum Frühstück. Genau, du kannst es in verschiedenen Arten. Nudeln zermatschen. Mein Gott, lecker. Dann natürlich die Lieblings-Cornflakes der Kinder. Lucky Crisp haben wir auch gekauft. Für die Kinder haben wir auch Milch gekauft. Die Kinder trinken immer gerne diese Milch. Alpro Haselnuss. Und ich sag's euch, also ich glaube schon seit Jahren jetzt mittlerweile, so 2 Jahren locker. Und sie können die andere Milch nicht mehr trinken. Also aber das wäre wirklich gut. Sie sagen, das schmeckt nicht wie unsere Milch. Deswegen muss ich, egal wo wir sind, Haselnussmilch kaufen. In Italien habe ich auch Haselnussmilch gefunden. Für die Michelle, für die Schule, habe ich auch ein paar Sachen gekauft, weil ich die da zufälligerweise gesehen habe im Hofer. Dann habe ich gleich mitgenommen. Was ich voll cool finde bei der Michelle, werden auch von den Lehrern explizit Papierumschläge verlangt. Und deswegen, also die nur nach Möglichkeit, wenn man es will, wenn man es möchte. Man wird jetzt nicht gezwungen, aber natürlich, wenn es sowas zum Kaufen gibt, dann kaufe ich das gerne. Man kann es ja auch überall bestellen, bei Amazon oder so. Aber wie gesagt, beim Hofer gibt es schon Papierumschläge, deswegen habe ich dann gleich 2 Pakete mitgenommen. Diese Farben sind alle vertreten. Ich habe jetzt 2 Pakete mitgenommen, weil ich glaube, sie braucht 2 rote. Und dann auch Schnellhefter. Braucht sie auch in diversen Farben. Da habe ich hier das auch mitgenommen. Und so Ringbucheinlagen. Mal kariert und einmal liniert. Und dann haben wir noch die letzten 2 Produkte. Cola und Fanta haben wir auch gekauft in 2 Liter. Ist schwer. Boah. Ja, im Sommer bei einem Süßgetränk mit Eiswürfel. Darf natürlich nicht fehlen. Das war's, oder? Das war unser 360 Euro After-Urlaub. Wahnsinn. Einkauf. Aber viele Produkte, wunderschön. Ja, Süßkram, Obst zum Kochen. Ja. Zum Putzen, Schwimmen. Ja, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Food Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über. Oh, schau, mit Liebe. Oh, zum Schluss. Ja. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt und einen lieben Kommentar. Wir lesen auf alle Fälle alle Kommentare, die wir von euch bekommen. Ja, manchmal schreiben wir zurück, aber manchmal nicht, weil wir keine Zeit haben. Aber lesen tun wir wirklich alle Einzelnen. Ja, das stimmt. Na gut, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.